Zahlreiche Prominente haben am Sonntag an einer Benefizgala für schwerkranke Kinder teilgenommen. Im H-Plus-Hotel in Peißen traten vor 450 Gästen unter anderem Lucy von den No Angels, TV-Maklerin Hanka Rackwitz und Sänger Achim Petri auf. Die Promis bekamen dafür keine Gage. Mehrere tausend Euro kamen bei der Veranstaltung zusammen. Die Erlöse der Show gehen an den Verein Make-A-Wish Deutschland, der letzte Kinderwünsche erfüllt. Bei der Veranstaltung dabei war auch der 13-jährige Eli aus Halle. Sein Wunsch ist es, zur Gamescom nach Köln zu fahren. Die Schirmherrschaft über die Show der großen Wünsche übernahm die Stadt Landsberg.